zwischen Independiente Buenos Aires, die Mannschaft hatte soeben Anstoß, und Ajax Amsterdam, dem Europapokalsieger. Das erste Treffen ist auf der linken Seite von Blankenburg. Wieder Blankenburg, sehr geschickt angegriffen, und das ist eine ganz große Möglichkeit, abgepfiffen wegen Abseits mit der Nummer 11. Und Ajax setzt schon in den ersten Minuten Independiente unter Druck. Ja, wieder Abseits. Die Holländer tappen in der Anfangsphase schon zum vierten Mal in die Abseitsfalle von Independiente. Bremsen, dass sie versucht, die größere Schnelligkeit und größere Gefährlichkeit des Gegners so abzufangen. Und da ist Magnoni durch und toll. Neeskens. Neeskens, 1:0 für Ajax Amsterdam. Und zwar nach genau 10 Minuten Spielzeit. 1:0 für Ajax durch Neeskens. 1:0 für Amsterdam. Noch einmal die Wiederholung. Schauen Sie, wie kraftvoll Neeskens. Pastorissa, noch immer Pastorissa. Garisto, Pastorissa. Gefährlich gemacht, Maglioni. Und von der Stange der Ball zurück in das Spiel der Holländer. Garisto. Kroll, Minute. Wir haben in der Folge dann das Abflachen des Spieles erlebt. Ajax war nicht mehr so stürmisch und jetzt der Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ajax war nicht mehr so stürmisch, nicht mehr so dynamisch. Man hat sich in Kleinkriege eingelassen mit den Argentiniern. Ja, man hat sie sogar gesucht. Und darunter hat natürlich das Spiel gelitten. Das Spiel, das jetzt wieder von Kaiser betrieben wird. Kaiser! Und Comiso hatte einen Fehler begangen und Kaiser hatte Gelegenheit, ein zweites Mal zu Hülshoff Mühren. Kaiser Kreuz. Ja, und Millimeter genau geflankt von Blankenburg für Kaiser. Kroll. Schön getäuscht, Lopez. Aber an Comiso gescheitert. Rechts, links, sofort Spielverlagerung. Angreifer stürmen, Verteidiger stürmen und Angreifer wechseln ständig ihre Positionen. Saar, ein gefährlicher Weitschuss, ein Weitschuss seines Spieles, war vielleicht noch etwas zu nervös, zu kalt, um hier diese große Möglichkeit zu nutzen. Kaiser. Blankenburg. Comiso vor Blankenburg. Kroll, ein Bomb
Kroll. Müller, ein neuer Mann. Nesken. Kaiser. Kaiser für Kreuz. Kein Abseits. Kreuz. Ja, und das ist das 2:0 für Ajax durch. In der 64. Minute durch Ari Hahn. Hier die Wiederholung. 2:0 für Ajax. Herrlich gemacht. Torschütze Ari Hahn. Die Mannschaft hat ja heuer die Meisterschaft gewonnen, den holländischen Cup. Ja, ein guter Schuss von Maglione. Ja. Und das Tor war offen für den, aber das Spiel scheint entschieden zu sein. Man merkt das an dem ganzen Verlauf. Maglione, eine große Chance für Maglione und herrlich reagiert von Stoi. Wir haben die Wiederholung. Maglione. Und jetzt keinen Grund, sich zu beeilen. Die Mannschaft braucht diese Führung nur noch über 13 Minuten zu verteidigen und hier greift wieder Kreuz auf der linken Seite an und von Repp, diesmal habe ich es genau gesehen, an die Stange. Wiederholung, ähnlich wie beim 2:0 und 0 eingeleitet und beinahe das 3:0 und vielleicht jetzt das 3:0. Wieder hat er Repp angespielt. Repp, das muss ein Tor sein. 3:0 für Ajax Amsterdam. In der 79. Minute durch Repp. Vorlage kam, wie kann es anders sein? Hier haben Sie die Wiederholung des Tors. Nach Vorlage von Kreuz. Ein herrlicher Pass. Hier haben Sie noch einmal. Ja, so etwas muss man sozusagen zur Schule, zum Unterricht zeigen. Der richtige Pass in die Tiefe. Hoch wie bei Meisterschaftsspielen und doppelt so hoch wie bei Europapokalspielen. 50 Gulden für den besten Sitzplatz und 10 Gulden für einen Stehplatz. Das sind umgerechnet etwa 75 Schilling. Ja, Balbuena. Jetzt hätte es sich bald. Der einige gute Einzelspieler in seinen Reihen hatte. Ja, und jetzt Kreuz. Kreuz, der Ball war bereits drauf. Comiso mit der Nummer 4, Saar mit 6 und Demenevic und Pastorica haben das Spiel von Independiente dirigiert in diesem Match. Und zum Abschluss sozusagen, es kann nur noch wenige Augenblicke gehen in diesem zweiten Endspiel, das Ajax Amsterdam zum Weltpokalsieger gemacht hat. Schlusspfiff von Schiedsrichter Romei aus Paraguay. Ajax Amsterdam ist als zweite holländische Mannschaft Weltpokalsieger bereits. 1970 hat ja Feyenoord Rotterdam den Weltpokal gewonnen. Wird in wenigen Minuten kommen. Wir haben den Trainer Stefan Kovac. Er küsste Hülshoff und Blankenburg, Säulen der Abwehr von Ajax.
Piet Kaiser mit der Nummer 9 von Independiente mit dem Dress von Buller, dem Ersatzmann. Er begibt sich zur Königin, um aus ihren Händen den Weltpokal taktisch überlegen, technisch überlegen und auch in der Qualität der Einzelspiele überlegen. Hier Königin Juliana der Niederlande überreicht den Weltpokal an Piet Kaiser, den Mannschaftskapitän, der auch heute wieder eine Spitze seiner Mannschaft gewesen ist. Schon ein Symbol für den Erfolg. Und Piet Kaiser zeigt den Weltpokal, eine inoffizielle Trophäe, wie ich Ihnen erklärt habe, den begeisterten Zuschauern. Horst Blankenburg und jetzt Stefan Kovac, der Trainer. Jeder Spieler bekommt die Trophäe einmal zu halten. Ein Zeichen, wir alle haben sie gemeinsam gewonnen. Freudengesänge im Olympiastadion von Amsterdam. Ajax Amsterdam hat mit einem 3:0 Halbzeit 1:0 Erfolg über Independiente Buenos Aires als zweite Mannschaft Hollands den Weltpokal gewonnen. Es war kein überragendes Spiel, aber ein Spiel, das Ajax Amsterdam stets im Griff hatte. Ein Spiel, das Ajax gestalten konnte, wie es wollte.